Eilmeldung. Die Brüder Lagina haben gerade etwas gefunden, das sie erzittern ließ. Und die einst brummende Ausgrabung endete abrupt. Welches schreckliche Geheimnis haben sie versteckt? Die von ihnen entdeckte Realität wird vielleicht nie von der Welt akzeptiert. Die beliebte Reality-Serie des History Channels, The Curse of Oak Island, ist in den letzten Wochen unter Beschuss geraten, nachdem einige Jahrhunderte alte einheimische Artefakte entdeckt wurden, was lokale Beamte dazu veranlasste, einen großen Teil der Shows Grabungsoperation zu schließen, was dazu führte, dass mehrere Archäologen weggeschickt wurden. Hacking? Fans spekulieren bereits, ob die Leginas und ihre Crew jemals eine Rückkehr zur Normalität erleben werden, ganz zu schweigen von der Zukunft der Eicheninsel. Während der letzten Ausgrabung auf der Insel, die Lagina-Brüder und ihre Crew, auf der Erde. Der bizarre Fund, der zur Schließung der Ausgrabung führt. Na ja. Die Lagina-Brüder und der Metallsuchspezialist Gary Drayton haben hauptsächlich Schlamm gefunden, Holz und andere Metallwerkzeuge auf den 140 Hektar der vermeintlich verfluchten Eiche-Insel. Sie haben auch eine Anzahl von seltenen Artefakten gefunden. Fakten. Aber was genau sind diese verrückten Entdeckungen, die sie bei der letzten Ausgrabung im fantastischen Reich von Oka gemacht haben? Insel. Gibt es für die Männer auf dem Fluch des Opals eine weitere Herausforderung? Insel in einem Versuch, sie vom Graben auf der Insel abzuhalten. Insel. Die kanadische Regierung griff ein. Das Ziel war es allerdings, unterirdische Eingänge zu dem, was sie für Reichtümer hielten, zu finden. Bedauerlicherweise. Das Team entdeckte, was ein verborgener Raum neben dem Gartenschacht hätte sein können. Doug und Gage Dumas Contracting Ltd. sollen als Baggerarbeiter hereinkommen und sie in diese potenziellen Kammern graben. Er tat dies, indem er ihnen einen Anruf gab. Sie denken, sie hätten Wege zu einem potenziellen versteckten Schatz auf der Insel entdeckt. Die Crew musste warten, da es 50 Tage dauern würde, um 75 Fuß zu sinken. Sie dachten, sie könnten haben. Haben sie gerade ein Netzwerk von Tunneln und Kammern entdeckt, die zu dem sagenumwobenen verborgenen Reichtum führen. Darüber hinaus glauben sie, dass einer der von ihnen entdeckten Artefakte eine Wikingerherkunft hat, was viel älter ist, als sie erwartet hatten. Aber jetzt gibt es ein neues Problem. Die Anstellung von Baggern nach der kanadischen Regierung. Dies deutet darauf hin, dass die Brüder Lagina eine Bergbaugenehmigung benötigen. Obwohl sie es nicht sind. Offiziell Bergbau. Rote Amtsschimmel haben die Behörden erneut gegen die Besatzung aufgebracht, die nach Reichtum sucht. Nicht alle Fans schienen jedoch schockiert. Schockiert. Die kanadische Regierung will eine Gruppe gut dokumentierter Goldgräber davon abhalten, einen Holzschacht, der in eine unbekannte Tiefe führt, blind wieder aufzubauen. Auf einer Insel, auf der bereits 6 Schatzsucher beim gleichen Unterfangen ums Leben gekommen sind. Und sie sind die Bösewichte in dieser Situation, schrieb ein Fan auf Reddit. Danke. Die kanadische Regierung hat bereits in die Suche der Lagina-Brüder nach. Schatz. Auf dem Fluch der Eicheninsel haben sie 2020 einen erheblichen Teil der Ausgrabungsarbeiten auf der Insel eingestellt. Die Mannschaft der Lagina-Brüder hat an dieser Stelle viele hundert Jahre alte einheimische Artefakte entdeckt. Zeit. Die Crew fand Erste Nation Mi'kmaq-Töpferfragmente auf der Insel während der Saison. Im Jahr 2009 erklärte Marty Lagina in einer Folge zu der Zeit, sie würden archäologische Techniken vermeiden, während sie das Ergebnis der Situation abwarteten. Die einzige Änderung, die sich daraus ergab, war eine Verschärfung der Regeln der Show. Regeln, die Brüder wechselten zu diesem Zeitpunkt von herkömmlichen archäologischen Ansätzen zu unkonventionellen Grabungstaktiken. Zeit. In dieser Saison haben sie das verbessert, indem sie Orte unter der Insel mit moderner Technologie kartiert haben, damit sie Hinweise und potenzielle Eingangsrouten lokalisieren können, ohne unnötig auszugraben. Aber die Ausgrabung führte zu einem frischen Streit mit den kanadischen Behörden. Werden Hindernisse weiterhin im Weg der Lagina-Brüder bei der Suche nach dem verlorenen Schatz auf der Fluch der Eicheninsel stehen? Wer weiß. In der 6. Staffel Episode Reise zum Grund des Cenote. Die Dinge nehmen eine beunruhigende Wendung, als der Schatzsucher Marty Lagina die optimistische, aber voreilige Erklärung abgibt. Hier sind wir in H8. Wir werden weitersuchen. Was könnte möglicherweise scheitern? Als der Metalldetektor-Spezialist Gary Drayton eine mögliche Top-Taschenentdeckung inmitten der Beute entdeckt. Das Team hat keine Ahnung vom Schicksal, das ihnen bevorsteht. Vom optimistischeren der beiden Schatzsucher Lagina-Brüder. Diese Worte haben einen besonders unheilvollen Klang. In einer kürzlichen Folge kam die Aktion in der Geldgrube zu einem ähnlichen plötzlichen Stillstand, als jemand fand, was ein Knochenfragment sein könnte. Aber je mehr die Brüder Lagina und ihr Team ausgraben, desto näher kommen sie dem legendären Schatz. Es ist fast ein Jahrzehnt vergangen. Seitdem sie waren. Die Wahrheit auszugraben ist noch nicht abgeschlossen. Sie haben noch nie eine so große Höhe erreicht. Diese Staffel hat sie und ihre Fans schockiert, als sie solche Entdeckungen auf den Teller des Publikums brachten. Allerdings, jedoch werden Dinge auf das nächste Level in Die Fluch von Oak Island, Staffel 10, Folge 25, wenn die neuen Entdeckungen alle Teile zusammenbringen. Also, sind Sie dabei, den Schatz zu lokalisieren? Nun, die Fans sind neugierig, das zu erfahren. Und die Hits gehen weiter. Die nächste Episode wird ein weiteres Rätsel lösen. Auf Lodf, Laird Niven setzt seine Ausgrabungsarbeiten fort.
Die Besatzung wird das Geheimnis suchen, das unter dem dreieckigen Sumpf begraben liegt, während sie weiterziehen. Das Team wird weitergraben, erhält aber bald verblüffende Informationen, die Lot 5 mit dem dreieckigen Sumpf in Verbindung bringen. Wenn die Mannschaft weitergräbt und Geld, Grube, sie werden auch eine bemerkenswerte Entdeckung machen. Sie sind jetzt mehr als je zuvor bereit, das Rätsel zu lösen. Marty, Greg und Charles haben sich in der vergangenen Woche darauf vorbereitet, den 25-Meter-Schacht hinunterzugehen. Die Mannschaft dachte nicht, dass es einen Tunnel unter dem Ende des Schachts geben könnte, da eine Seite immer wieder absank. Sie haben sich dafür entschieden, es trotz dieser Theorie unabhängig zu überprüfen. Charles hat sich entschieden, zuerst zu gehen und seine Dienste allen anzubieten. Aber er musste zuerst eine spezielle Ausbildung durchlaufen, um dies zu erreichen. Er stieg hinab und beobachtete die abfallende Ecke des Gartenschachts. Nach dem, was er gesehen hatte, die Gruppe beschloss, unten zu graben, um zu sehen, ob es in der Nähe mögliche Tunnel gab. Marty hat es jedoch gestoppt. Er beabsichtigte, eine Selbstkontrolle durchzuführen, benötigte jedoch mehr Zeit, um sein spezielles Training abzuschließen. Inzwischen. Alex, Rick und Peter reisten nach Italien, um Umberto Musa zu konsultieren, einen Spezialisten für Münzen und Artefakte aus der Antike. Er untersuchte die Münzen und stellte fest, dass Oak Island auch Verbindungen zum Römischen Reich hatte. Dies geschah, weil eine der Münzen eine römische Münze war. Goldmünzen wurden gegen eine andere Münze gewogen, um zu bestimmen, ob sie echt waren oder nicht. Echt. Laird Nivens fortgesetztes Bohren auf Los 5 führte zu ihrem neuesten Fund. In der Zwischenzeit, Rick suchte weiterhin nach Antworten in dem Gebiet, das als Nolan's Rift bekannt Kreuz. Ist. Aber vorerst sucht die Gruppe weiterhin in der rätselhaften, kreisförmigen Vertiefung im Geiste. Sumpf. Sie entdecken Keramikscherben und Holzkohlenfragmente, von denen sie vermuten, dass sie Überreste eines Kochtopfes oder einer Konservendose sein könnten. Feuer. Das gefundene Hauptartefakt aus dem Sumpf wird im Kriegsraum von Experten untersucht. Sie denken, es handelt sich um ein Bleikreuz und dass es wahrscheinlich in Frankreich hergestellt wurde. Frankreich. Dies könnte ein Beweis dafür sein, dass die Franzosen etwas mit dem Rätsel von Oak Island zu tun hatten. Die Gruppe suchte nach Tunneln unter dem Garten. Der Koch mit einer Sondierbohrung. Kleine Menge aus Holz, das ein Beweis für einen Tunnel sein könnte. Dieses Mal verwendet Gary Drayton einen Metalldetektor, um die neuesten Funde zu überprüfen, während der Bediener der schweren Maschinen weitermacht. Seine Arbeit, zwei erhebliche Eisennägel, die Gary sofort findet, stammen beide aus den 1700ern. Wenn die Artefakte tatsächlich aus dem 18. Jahrhundert stammen, spekuliert der Erzähler, dass die Erbauer des Fluttunnels in Smith's Cove eher als die Truro Company, wer Schacht 5 im Jahr 1850 baute. Es ist wahrscheinlicher, dass sie sie zurückgelassen haben. Später an diesem Tag nehmen Marty Lagina und Craig Tester per Skype an der Kriegszimmersitzung teil. Von der Gemeinschaft des Grabens. Die Crew wird von Marty und Craig informiert, dass sie gerade Jeremy Chauvin getroffen haben. Church, ein Geophysiker, der für das seismische Explorationsgeschäft von Eagle Canada arbeitet, der in Staffel 6, Folgen 1 und 2 auftritt. Drittens, die Daten aus der umfangreichen seismischen Untersuchung der östlichen Hälfte von Oak Island, die Church und der Rest des Eagle Canada Teams in der 7. Staffel abgeschlossen haben. Folge 6 wurde endlich analysiert. Die Informationen weisen auf das Vorhandensein einer Anomalie hin, in einer Tiefe von etwa 60 Fuß in der Nähe der südöstlichen Ecke des Höhleneingangs. Grube. Die Anomalie ähnelt stark der Überschwemmungsebene von Smith's Cove. Tunnel, da er linear ist und anscheinend auf die Geldgrube zusteuert. Erinnern Sie sich, wie GPR-Spezialisten Steve, Watson und Don Johnston fanden in der Episode 7 der Staffel mehrere unterirdische Anomalien in der Nähe der Höhle im Loch. Zwei. Einer von ihnen wurde in einer Tiefe von 82 gefunden und der andere befand sich in einer Tiefe von 91 Fuß. Nach Explorationsbohrungen. Es wurde entdeckt, dass 4 Fuß Sand zwischen 99 und 109 Fuß unter der Oberfläche vorhanden waren. Oberfläche. Denken Sie daran, den Kanal für mehr Blues aus der Welt der Geheimnisse zu abonnieren. Heute ist Oak Island immer noch ein faszinierender Ort, an dem Touristen den Spuren der Pioniere folgen können, indem man die Geldgruben erkundet. Tiefen und nahm den unglaublichen Fund auf, der den Lauf der Geschichte dauerhaft veränderte. Die Insel dient als Erinnerung daran, dass es noch Rätsel zu lösen gibt. Geheimnisse sollen enthüllt und Schätze an den unwahrscheinlichsten Orten versteckt werden. Klicken Sie auf die Videolinks, die für mehr interessanten Inhalt auftauchen, und wir werden Sie dort in einer Minute erwischen.